Saison 1971-72. Chemie trat erstmals in der zweitklassigen DDR-Liga an. Unfassbar. Die Zuschauer hielten dennoch ihre Chemie die Treue. Nicht selten waren 10.000 Zuschauer bei Heim- und 3.000 Schlachtenburger bei Auswärtsspielen dabei. Die Leute sollten am Ende der Saison in der Aufstiegsrunde in Bode Werdau, Rot-Weiß Erfurt, der TSG Wismar und Eisenhüttenstadt den sofortigen Wiederaufstieg packen. 1972-73 konnte zwar souverän der Klassenerhalt verbucht werden, allerdings beendete Publikumsliebling und Aushängeschild Dr. Bernd Bauchspieß seine Karriere. Ohne Spießer stieg die Mannschaft 1973-74 diesmal recht klar erneut ab. 1974-75 gelang wiederum der erneute Wiederaufstieg, um 75-76 direkt wieder abzusteigen. Chemie wurde zur Fachschulmannschaft. Und obendrein beendete Dieter Schere-Scherbart seine Karriere. Doch diesmal gelang der Aufstieg nicht so schnell. Erst 78-79 gelingt der Aufstieg. Darauf folgte der prompte Wiederabstieg am letzten Spieltag bei Union Berlin. Der Mythos Chemie Leipzig war tot. Der so stolze und große Verein hatte Probleme in der DDR-Liga aufzusteigen und sollte es doch gelingen, war der Klassenerhalt nur schwer zu erreichen. Doch eines blieb, die Anhänger. Sie waren immer da. Nicht immer in den Zahlen der Vor- bzw. der Oberliga-Jahre, aber sie hielten stets die Treue. 1982, 83 war es immer wieder soweit. Es wurde aufgestiegen. 83, 84 konnte nach zwei Relegationsspielen gegen Union Berlin die Klasse gehalten werden. Auch hier gab es wieder sowohl im Hin- als auch im Rückspiel Ausschreitungen beider Parteien. Die Saison darauf ging es aber wieder runter. Und dort blieb die BSG Chemie auch. Erst 1990, als der FC Sachsen ins Leben gerufen wurde, gab es wieder Oberliga in Deutsch. Aus Chemie Leipzig wurde zuerst der FC Grün-Weiß Leipzig, um den Verein 61 Tage später wieder ad acta zu legen, damit Chemie Böhlen fusionierte. Böhlen war aus der DDR-Liga aufgestiegen und durfte somit in der letzten DDR-Oberliga starten. Doch das finanzielle Loch war in der Leipziger Vorstadt einfach zu groß. Durch die Fusion startete man nun unter FC Sachsen Leipzig, den aber alle Anhänger in Deutsch konsequent weiter Chemie nannten. Einer der Gründe dafür war, dass durch die Wiedervereinigung Deutschlands die Fußballligen zusammengefügt werden sollten. Platz 1 und 2 der DDR-Oberliga kamen in die Bundesliga, Platz 3 bis 8 in die zweite Bundesliga. Sehr lukrativ für die Vereine also. Nach 5 Spieltagen stand der FC Sachsen letztlich nach einem 0:1-Erfolg in Erfurt auf Tabellenplatz 2. Man träumte vom Bundesliga-Fußball in Deutsch. Doch das blieb nicht so. Trainer Jimmy Hartwig verlor die Nerven und nach einer zugegeben keiner lösenden Zeit zur Niederlage gegen Karlsruher Sena den Unparteiischen ein, Zitat, kleines Schweinchen. Das war wohl der Wendepunkt der gesamten Saison. Hartwig wurde wenige Spieltage später entlassen und der FC Sachsen wurde intern zum Chaosverein. So stachelte Hartwig kurz vor seinem Abgang die Mannschaft nochmal gegen den Vorstand an. Frank Engel folgte jedenfalls auf Hartwig und sollte Ruhe ins Team und generell in den Verein bringen. Doch das kam zu spät. Trotz guten Ergebnissen kam man nun in die Relegationsrunde, welche man dann auch noch deutlich vergeigte. Nur ein Sieg aus 6 Spielen, darunter zwei Ortsderbys, die beide verloren wurden, also hieß es in der kommenden Saison Weimar statt Bayern München. Amateur-Oberliga Süd also, kein Profifußball. Der Kader wurde kleiner, das Etat sowieso und auch der Zuschauerzuspruch nahm jetzt ab. Platz 5 am Ende in der Liga und die Entlassung von Trainer Frank Engel zum Saisonende. Nachfolger für Neusagen wurde Eduard Geier. 1992-93 wurde der FC Sachsen Meister in der Oberliga Nordost-Süd, durfte aber nicht an der Aufstiegsrunde zur Zeit im Bundesliga teilnehmen, da der DFB dem Verein die Lizenz verweigerte. Der Grund dafür ist bis heute nicht bekannt. 1993-94 wurde man dann Vierter und durfte somit in die neu geschaffene mehrgleisige Regionalliga aufsteigen. Durch Platz 2 in der Jena verpasste man da aber nur knapp den Aufstieg in die zweite Bundesliga. In den Jahren danach sollte der Verein aber nie wieder so nah an den Aufstieg gelangen. Trotz häufigen Trainerwechsel und stetigen Neuanfängen landete man zwar stets in der oberen Tabellenhälfte, hatte aber wenig mit dem Aufstieg zu tun. Im Frühjahr 1999 geriet der Verein erstmals in eine arge bedrohliche finanzielle Lage. Nur durch den Unternehmer Michael Kömmel, damals Besitzer der Kinowelt, konnte man eine Insolvenz abwenden. Im August 2000 gründete sich die heute größte Ultragruppe in Leipzig, die Diablos Deutsch. 2001 verhindert man zwar sportlich den Abstieg, aber für die Lizenz für die Regionalliga forderte der DFB 5,9 Millionen Euro Bürgschaft. Kömmels Firma war zu dem Zeitpunkt ebenfalls nicht auf Rosen gebettet und so musste der FC Sachsen den Zwangsabstieg in die viertklassige Oberliga Nordost antreten. 2002-2003 belegte man den ersten Platz der Oberliga Nordost-Staffel und besiegte in den Relegationsspielen den Meister der anderen Staffel, den FC Schöneberg 95, mit 2:0 und 1:0. Die Freude über den Aufstieg war groß in Deutsch, allerdings hatte der Verein keine Chance in der Regionalliga zu bestehen. Mit nur 4 Siegen und 24 Punkten stieg der Verein als Vorletzter wieder ab. Ab 2004, seit dem Spiel gegen Borussia Dortmund 2, trug der FC Sachsen seit einem Spiel fortan im Zentralstadion aus. Nicht jeder ging diesen Weg mit, auch bei denen, die mitgingen, wurde die Kritik immer lauter. Der Verein entfernte sich immer weiter vom deutschen Ursprung. 2006-2007 wollte der Verein unbedingt aufsteigen, 3,2 Millionen wurden als Saisonetat ausgestellt. Das wäre auch heute noch in der Regionalliga Ost ein Spitzenwert. 2007 bekannten die Diablos und weitere Gruppierungen wie Ultra Youth etc. den Boykott des FC Sachsen.
Zu weit hatte sich der Verein von dem entfernt, was sie liebten oder was sie sich wünschten. Der Umzug in das Szene soll zentral schauen und die fehlende Kommunikation mit den Fans, das Materialverbot von traditionsbezogenen Fahnen und dazu kam sicherlich noch vieles mehr. Auch organisierten Gruppen, zum Beispiel Metastasen, die auch körperlich mit den linken Diablos aneinander gerieten. All das führte dazu, dass 2008-2009 die neue BSG Chemie den Spielbetrieb wieder aufnahm. Bereits 1997 wurde diese als Ballsportfördergemeinschaftsteam in Leipzig gegründet, um als Förderverein den Nachwuchs des FC Sachsen zu unterstützen. 2004 konnte man die Satzung dann entsprechend ändern und sich Ballsportgemeinschaft nennen. Seit 2014 heißt der Verein wieder offiziell Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig. Während der Wiederaufnahme des Spielbetriebs befand sich der FC Sachsen wieder in finanziellen Nöten. Kömmel bürgte nicht mehr für den Verein und so wurde auf Halbprofitum umgestellt und eine Gehaltsgrenze gesetzt. Im Februar 2009 stellte das Finanzamt Leipzig einen Insolvenzantrag gegen den Verein, den der FC Sachsen eine Woche später ebenfalls stellte. Somit Zwangsabstieg in die 5. Liga. Am 18. Mai 2011 wurde auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass der Verein den Spielbetrieb einstellen muss und dann abgewickelt wird. Zum 13.06.2011 wurde der FC Sachsen dann aufgelöst. Wie es zur Neugründung kam, habe ich euch ja bereits kurz beschrieben. Was viele nicht wissen, ist, dass es noch einen Neugründungsverein gab, der die Erbe des FC Sachsen antreten wollte. SG Leipzig-Leutsch oder SGLL, bis heute verhasst in Leutsch. 2011 gegründet als Nachfolger des FC Sachsen übernahm der Verein das Stadtrecht im Spielbetrieb der Reserve des Balteklubs und spielte so Sachsenliga. Außerdem wurde der Verein Hauptmieter im AKS. Die Fans, im Schnitt 500, waren nochmal verklärt im rechten Spektrum zuzuordnen. Dabei ging Politik in Sachen Fußball in Deutschland schon lange zuvor los. Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre gründeten sich erste Fanclubs. Zu DDR-Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Fanclub Delitzsch, Fanclub West oder die Kuhle Engel hießen diese zum Beispiel. Damals ging es hauptsächlich darum, gegen den verhassten Staat zu rebellieren. Man erstellte kleine Fanzines, richtete Fanturniere gegen Fans anderer Vereine aus und und. Man machte halt das, worauf man Bock hatte und was man für richtig hielt. So der O-Ton von Jens Fugger im Hörfehler-Podcast. Doch das sah der Staat nicht gerne. Nicht selten wurden Chemiker von der Stasi wegen solcher Angelegenheit vorgeladen. In den 90er Jahren führten die Fans eine Freundschaft zu Wismut Aue, auch heute existiert die Freundschaft noch unter Kutten. Außerdem soll es einzelne Kontakte zu Berlin gegeben haben und zum Bonner SC. In den 80ern und 90ern gab es dann fast überall in den ostdeutschen Kurven einen Rechtsruck, U-Bahn-Lieder wurden gesungen, Springerstiefel getragen und der eigentlich zur Provokation gegen die DDR bestimmte Schlachtruf "Nur ein Deutscher ist ein Deutscher" bekam eine andere Bedeutung. Der Fanclub Männermilch leistet dem als erstes Widerstand. Man stimmte als eher kleinere Gruppe einfach andere Lieder an oder hing bei einem Spiel an der alten Försterei Union Berlin einen Juden-Chemie-Transparent im Gästeblock auf. In Anlehnung an die Juden-Berlin-Rufe der Nazis. Einige dieser Personen waren später an der Gründung des Roten Stern Leipzigs beteiligt. Das Ganze war aber auch Inspiration für ein paar Jugendliche, eine linke Ultragruppe zu gründen, heute die Diablos Leutsch. Das war im August 2000. Bereits 1997 gründeten sich die Metastasen. Anfangs als Gruppe, die die eigenen Fans vor feindlichen Angriffen der Gegner schützen wollte. Das kennt man doch irgendwoher, oder lieber Kotterweg? Schnell entwickelte die Gruppe sich zu einer rechten Fangruppe bzw. zu einer Hooligan-Gruppierung. Das gipfelte auch in körperlicher Auseinandersetzung mit den Diablos. Während der Diablos und ihre Anwesenheit im Zentralstadion konnte das Ganze zumindest im Stadion eingedämmt werden. Nach Boykott derer in der Saison 07-08 gab es aber beim FC Sachsen wieder U-Bahn-Lieder und andere rechte Meinungsäußerungen. Naja, eben diese Menschen schlossen sich dann jedenfalls der SG Leipzig-Leutsch an. Nehmen wir beispielsweise den 4. September 2011. Im Sachsenpokal ist der Roter Stern Leipzig im AKS bei der SGLL zu Gast. U-Bahn-Lieder, Führerlieder, Nazi-Gekröle, Siegheilrufe und weiter zu zitieren. Teutonisch, barbarisch, wir Deutscher, wir sind arisch oder frei, sozial und national. Noch besser die Aussagen vom Präsident und Mitbegründer der SGL, Jamal Engel, der wohl davon gar nichts gehört haben und Fußball und Politik seien ja sowieso zwei verschiedene Paar Schuhe. Die RSL-Fans zeigten damals jedenfalls im Gästeblog ein Transparent mit "Ihr werdet nie Chemie sein", damit ist alles gesagt. 2013 nannte sich dann der finanziell kleine Verein in SG Sachsen Leipzig um und meldete am 5.5.2014 Insolvenz an. Ein guter Tag für den deutschen Fußball. Seit Oktober 2014 existiert aber doch noch ein Nachfolger, ein vom Nachfolgerverein, der heißt LFV Sachsen Leipzig. Selbiges Klientel, heute unterwegs in der Stadtklasse Leipzig, vor weniger Zuschauern als eine Touristenführung in den Quartierwerken Bad Kösen. Das Gröbste wisst ihr ja bereits, 1997 als Förderverein gegründet, seit 2004 als möglicher Neuanfang in Betracht gezogen, 2008-2009 die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, unterstützt und eingeleitet von Ultras und Fans. Gespielt wurde damals übrigens im Willy-Kühn-Sportpark AK-99er an der Merseburger Straße in Lennau, wo auch Britannia angefangen hat. Man begann also wieder ganz unten, in der 3. Kreisklasse in der 12. Liga.
Damals war so ein fangeführter Verein in Deutschland ein Novum. In England gründeten bereits 2005 Fans von Manchester United den FC United of Manchester. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland mehrere Exemplare davon, beispielsweise den HFC Falke. Chemie stieg direkt dreimal in Folge auf und war in der Stadtklasse Leipzig angelangt. Zur Saison 2011-2012 erlangte Chemie dann das Spielrecht vom VfK Blau-Weiß Leipzig, die damals in der sechstklassigen Sachsenliga spielten. Vier Ligen wurden einfach mal dadurch übersprungen, was auch intern nicht unumstritten war. Somit spielte man auch gegen die SGLL, gegen die man insgesamt 4 Punkte in der ersten Saison holte. Am Ende ein 7. Platz in der ersten Landesliga-Saison. In der zweiten Saison gab es gegen diese dann 2 Niederlagen und man stieg in die Bezirksliga Nord ab. Aus der man aber dann sofort wieder aufstieg. 2014-15 verpasste man den Aufstieg nur knapp, 3 Spiele vor Schluss hatte man den Aufstieg in den eigenen Händen, holte aber nur 1 Punkt aus den letzten 3 Spielen und Inter Leipzig stieg auf. In der vorigen Saison stieg Chemie dann dank einem Tor vor dem punktgleichen SV Ornett Kamenz und dem ebenfalls punktgleichen FC Grimma auf. Der Durchmarsch gelang und die BSG stieg von der Oberliga Süd in die Regionalliga Nordost auf. Der Aufstieg gelang gegen Schott Jena vor 4.199 Zuschauern. Mittlerweile wegen eines Beschlusses des Ordnungsamtes Leipzig ausverkauft. Zum ersten Mal seit einigen Jahren meldet der RKS also wieder ausverkauft. In der Regionalliga konnte die BSG aber nur so semi gut mithalten, mit 12 Punkten nach 17 Spielen in der Hinrunde. In der Rückrunde steigert man sich deutlich. Am Ende aber 35 Punkte und Platz 16 reichen auch nicht. Wegen den Insolvenzen von Chemnitz und Rot-Weiß Erfurt. Es erfolgte der sofortige Wiederaufstieg aus der Oberliga. In der abgebrochenen Saison feierte man nach 8 Jahren wieder einen Derby-Sieg mit 1:0 daheim gegen den Das war die Konkurrenten. grobe Fassung der Historie der Das BSG Rückspiel in fiel der Leipzig. Ich hoffe, ihr COVID-19 habt gut bei dem Aufbau, aufgepasst, dank der sich denn die demnächst BSG wird am aber auch in Schank wieder Klassenerhalt sichert. abgefragt. Auch wenn dieser sportlich wahrscheinlich ebenfalls gelungen wäre.